Immer noch gibt es für Rollstuhlfahrer überall Hindernisse im Alltag und das im Jahr 2019 trotz jahrzehntelanger Diskussion über Barrierefreiheit. Man macht sich das oft gar nicht so bewusst, wenn man eben nicht betroffen ist, was es bedeutet, mit dem Rollstuhl unterwegs zu sein. In Kempen gibt's jetzt aber ein neues Projekt. Unterstützung und zwar durch 60 Klingeln. Mal ins Kino, mal einen Restaurantbesuch oder wie heute einen Cappuccino trinken. Roman Wittpahl ist gerne in Kempen unterwegs. Ohne diese Klingel wäre er häufig aufgeschmissen. Dann könnte ich nicht alleine in die Bäckerei kommen. Die Bäckerei ist eine von 60 Geschäften in Kempen, die bereits mitmachen. So, ich helfe einmal, ja? Ja, und dann kann ich mich nämlich ausruhen. Klingelt ein Rollstuhlfahrer, dann hilft wie hier eine Mitarbeiterin der Bäckerei. Kein Problem, sagt sie, auch wenn der Rollstuhl 10 Kilo wiegt. Hier sind genug Muskeln da, also das macht uns überhaupt nichts aus. Und wenn es schält, die erste Aufgabe ist natürlich draußen helfen, weil man muss bedenken, das könnte mich später auch genauso treffen, ne? Und ich erwarte das von meinen Mitmenschen das Gleiche. Roman Wittpahl hätte ohne die Klingel von draußen winken und hoffen müssen, dass ihn jemand von der Theke aus sieht. Ich finde diese Klingel sehr gut, dass die die überall angebracht haben, besonders wie mich und für andere Rollstuhlfahrer. Aber nicht nur Rollstuhlfahrern wird geholfen. Auch Kunden mit Kinderwagen oder Rollatoren dürfen den Klingelknopf drücken. Wie finden Sie die? Sehr gut. Warum? Ja, wenn man sonst hier vom Laden steht und geht vorbei. Wenn keiner da steht und hilft einem. Das ist eine gute Anschaffung. Hier sind viele alte Häuser. Die haben also immer Stufen, wo sie raufgehen müssen. Bezahlt hat die Klingeln der Werbering Kempen. Markus Klaasen ist im Vorstand und hat ein Fahrradgeschäft. Er hat die anderen Geschäftsinhaber angesprochen. Die fanden das alles großartig. Also es gab keinen, der nicht mitgemacht hat, der zumindest zwei Stufen hat, wo man nicht rauflaufen kann. Und das war also innerhalb von einer halben Stunde hatten wir das Go und dann war alles gut, ja. Waren Sie selbst überrascht? Ja, in der Tat. Also meistens brauchst du was ein bisschen länger, dass man so 2-3 Wochen hat. Aber das war wirklich eine Rundmail und alle haben gesagt, ja, machen wir gerne mit. Die Idee zum Klingelprojekt hatte die Lebenshilfe Viersen. Und die hat bereits Kontakt zu weiteren Kommunen am Niederrhein aufgenommen. André Soleberges hat das Projekt mit ins Leben gerufen. Schön, dass Sie da sind. 60 Klingeln anbringen an allen möglichen Geschäften. Das hört sich auch nach viel technischem Aufwand an. Hört sich so an, ist es aber eigentlich gar nicht, denn es handelt sich dabei um eine Funkklingel aus dem Baumarkt und ein Schild, was extra angefertigt worden ist. Und die Klingel wird quasi an der Fassade oder an der Glasscheibe einfach geklebt. Das heißt, man kann sie nachher einfach abmachen. Also eigentlich eine kleine, in Anführungsstrichen, Idee mit einer großen Wirkung. Ja. Was macht es eigentlich mit Menschen, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen, wenn sie diese körperliche Behinderung haben? Was macht es eigentlich auch psychisch mit ihnen, wenn sie ständig auf Hilfe angewiesen sind oder immer wieder auf Barrieren im Alltag stoßen? Es ist natürlich frustrierend, wenn man irgendwo hingehen möchte und man kommt entweder gar nicht hin oder man kann nicht Teilhabe erleben im Leben, so wie wir das können. Und so eine Klingel ist natürlich... Es ist so, dass die Leute halt alleine etwas machen können und losgehen können. Und das ist können. Wichtig? Das ist wichtig, das, ja. Das, ist, das kommt nicht zu Frustration, ja. Kommt man ansonsten auch in so eine Art soziale Isolation eigentlich, wenn man sich immer, ich stelle mir das so vor, dass man sich ja auch immer Gedanken darüber machen muss und seinen Alltag ganz anders planen muss, als wir das machen, weil wir gehen einfach los. Und wenn man im Rollstuhl sitzt, muss man sich ja vorher genau informieren. Komme ich da rein? Komme ich auf die Toilette oder so? Ja, ich denke, so ein Leben ist halt schon getaktet. Also es fängt an mit, wie komme ich jetzt zum Arzt, wo ich hin möchte? Nimmt der Busfahrer mich mit? Fährt er weiter, weil er nicht die Rampe rausholen möchte? Wenn ich in eine Kneipe gehen möchte, komme ich da auf die Toilette? Gibt es überhaupt eine Toilette für Rollstuhlfahrer? Viele entscheiden sich dann natürlich und bleiben zu Hause. Da ist die Klingel natürlich eine tolle Möglichkeit. Jetzt ja. Haben wir gehört, in Kempen kam das super an. Wie sieht es denn mit den anderen Kommunen aus, die schon angesprochen wurden? Es rücken einige nach. Also Mönchengladbach hat schon bestellt und Brüggen ist auch mit am Start. Und Wuppertal hat letzte Woche Interesse bekundet. Also ich bin mal gespannt. Okay, das heißt, das hört sich ganz gut an. Hätten Sie gedacht, dass das so gut ankommt? Ich hätte es mir gewünscht. Und das Schöne ist bei dem ganzen Projekt, dass halt viele Akteure mitgearbeitet haben. Der Werbering, Einzelhändler, die Politik ist mit eingestiegen durch den runden Tisch Stadtmarketing Kempten. Und das ist einfach großartig. Viele Leute
und so eine tolle Idee. Ja, auch das Gefühl, was geschaffen zu haben und vielleicht auch eine Art Wir-Gefühl, die sich einstellt? Ja, definitiv. Mhm. Also es ist ein Statement, was man setzt und dadurch, dass es halt eine Klingel gibt und nicht jeder Ladenbesitzer irgendwas da für sich macht, ist es ein Statement einfach und das bestärkt eine Kommune und alle anderen. Tolles Statement, ja. Und ja, hoffentlich ziehen auch weitere nach. Dankeschön, dass Sie bei uns waren. Danke. Selten war eine Europawahl mit so vielen Befürchtungen und Erwartungen behaftet wie dieses Mal. Am Wochenende ist es soweit. Schicksalswahl wird sie auch immer wieder genannt. Denn die Frage ist, ob es mit dem Rechtsruck weitergeht oder ob Anhänger einer liberalen EU